Wohin wird mich mein Schicksal führen? Was hält mein Weg für mich bereit? Wohin führt mein Weg? Bin ich der Entscheider? Wen werde ich noch alles töten müssen, um endlich meine Bestimmung zu erfüllen? Diese und viele andere Gedanken plagen unseren Helden, der hier sich gerade ein kleines Mal gönnt. Wollte mal einen besinnlicheren Anfang wählen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Gothic 3. Wir sitzen immer noch bei Kampa rum. Und wir sind mitten in der Wüste in Bennerei, beziehungsweise bei Bennerei. Und wir haben vor, jetzt einen abtrünnigen Nomaden zu töten. Nämlich Jespas. Ich habe jetzt eine Weile nicht gespielt, weil ich gut auf Lager hatte jetzt erstmal an Aufnahmen und weil ich andere Sachen aufzunehmen hatte. Und deswegen bin ich jetzt auch nicht mehr so im Flow drin. Ich sammle mal hier mit nebenbei. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Deswegen müssen wir mal schauen. Ich weiß noch so ungefähr, was ich vorhatte beim letzten Mal. Beziehungsweise was jetzt noch so kommen wird. Aber ich weiß halt nicht, wie das jetzt so laufen wird mit meinen kämpferischen Fähigkeiten. Deswegen müssen wir mal schauen. Ich will jetzt auf jeden Fall erstmal Jespas finden und fertig machen. Wir brauchen auch unbedingt einen Teleportstein für Bennerei, würde ich sagen. Wir wollen ja möglichst für sämtliche Siedlungen einen Teleportstein haben, damit wir dann immer schnell zu jedem Ort hin zurückreisen können. So, jetzt aber erstmal hier gesucht. Und offenbar nicht gefunden. Wir haben uns in der Wüste verirrt. Verdammt! Nein, ich weiß nicht, wo der ist. Wir müssen erstmal suchen. Oh, gut gefunden. Stehen bleiben. Ja, das ist gut. Das ist gut. Komm, mein Freund. Komm. Kleiner Räuber. Da haben wir unsere Freunde ja schon gefunden. Und können uns jetzt gleich mal ihre annehmen. Das wird ein Kinderspiel, würde ich sagen. Ich speichere trotzdem mal zwischendurch mit immer ab. Ja, ist jetzt bloß so eine kleine Sache zwischendurch. Unsere hauptsächliche Geschichte wird uns ja dann nach Lago... Hallo? Ja. Wird uns ja dann nach Lago führen. Und dann werden wir uns dort mal umschauen und mal mit Shakior reden. Shakior, der Löwe. Der Nomade, der dort offenbar das Dorf zur Verzweiflung treibt. Und werden dann mal schauen, wie der so drauf ist. So, ich gehe mal näher ran, damit er hier auch sein Schwert zieht. So, schnell den... Was? Durch den Schild durch hat er mich geschlagen. Ich fasse es ja nicht. So, jetzt aber hier. Zack, zack. Gut, abgeblockt. Und nochmal drauf. Ja, kriegen wir alles hin. Kein Ding. So. Das war's für den ersten, das für den zweiten und jetzt ist nur noch Jespas dran. Und damit haben wir es geschafft. 40 Ruf in Bennerei. Ein Erzrohling, na das nenne ich doch mal nett. Können wir zwar noch nichts mit anfangen, aber wir merken uns erstmal vor, wir haben einen Erzrohling gefunden. Ist ja schon mal gut zu wissen, ne? So, sammeln wir den Kram noch mit ein und holen uns dann unsere Belohnung dafür ab. Damit haben wir schon alle Kopfgeldjagden, die ich in Bennerei machen möchte, abgeschlossen. Denn ich möchte Shakior nicht töten und ich möchte Hurit nicht töten. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Deswegen geht es jetzt weiter nach Lago. Und dort werden wir Shakior antreffen. So, nochmal fix zurückgelaufen. Das ist ja wirklich gleich um die Ecke hier, ne? Also man muss bloß wissen, dass es hier runter ist, dann ist man im Prinzip sofort da. Hier vorne ist ja schon der Auftraggeber. Den hätten sie eigentlich direkt mal ummurksen können noch. Okay, egal. So, Kampa, mein Freund. Jespas wird niemanden mehr überfallen. Jespas wird niemanden mehr überfallen. Gut, dass du dich um ihn gekümmert hast. Jetzt ist der Weg nach Braga wieder sicher. Hier ist dein Gold. Thanks a lot. Ach, wir haben eine Auswahlmöglichkeit jetzt wegen dem Erzrohling. Das ist sehr interessant. Der scheint wichtiger zu sein. Woher hast du den Erzrohling? Da war so ein Kerl. Noch nicht lange her. Der brauchte Wasser und hatte kein Gold. Weißt du, wer der Kerl war? Mein Gedächtnis ist schwach. Vielleicht soll ich mal draufprügeln. Hier, vielleicht hilft das deinem Gedächtnis wieder auf die Sprünge. Ja, jetzt erinnere ich mich. Das war Sugut aus Bensala. Ich glaube, er arbeitet für den Alchemisten. Nachdem er das Wasser hatte, ist er gleich nach Süden. Okay, also haben wir jetzt offenbar ein Quest aktiviert, das uns nach Bensala führen wird. Ich will jetzt aber mal kurz dem Kerl noch aufs Maul hauen und mein Geld wieder haben. Ich hätte es ja gleich so gemacht, ehrlich gesagt. So. Was ist mit dir jetzt? Ja komm, schlag zu. Idiot. Nee, weil ich finde es eine Unverschämtheit, dass der jetzt auch noch Geld dafür haben will, der Drecksack.
Aua. Gibt's ja nicht hier. So, zack. Ich hoffe doch mal, die nehmen mir das jetzt nicht krumm, wenn ich die mal so umniete. Das sehe ich nämlich einfach nicht ein hier. Oh. Okay. Egal. Nehmen wir einfach mit. Passt schon. Den nächsten Kampf gewinne ich. Da ist nichts mehr zu holen. Ja, ja, ja. Okay. Gut, wir können noch mit ihm reden, das ist schön. Dann haben wir hoffentlich nichts zu befürchten. Ich gehe mal kurz hier rüber und schau mal, ob die mich jetzt angreifen. Ich hoffe ja mal, aber nicht. Und dann werde ich mal kurz übernachten, bevor wir dann aufbrechen. Ja, 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 ja. Der jammert da rum da hinten, der kleine Assassine. So, irgendjemand was zu melden? Mach hier keinen Ärger. Du solltest dich jetzt besser um deine Sache kümmern. Offenbar nicht. Okay. Hier drin. Moment. Können wir eigentlich Wetzsteine benutzen? Schleifsteine? Nein. Okay, danke für die Antwort. Gut, ist also auch ein Talent, das wir lernen müssen. Müssen wir mal schauen. Ich gehe jetzt gleich hier schlafen. So, ach, ist das nicht schön, das Bett. Gut, bis zum nächsten Morgen. Wunderbar. Was haben wir denn hier? Silberpokal, Gold. Ja gut, lassen wir alles liegen. Sieht aber schön eingerichtet aus hier so, oder? Mit diesem kleinen Tablett, mit dem kleinen Kännchen drauf und den Büchern dazu. Also mir gefällt das hier. Okay. Ich hatte jetzt gerade das dringende Bedürfnis, auf ein Pferd zu springen und loszureiten aus einem anderen Spiel. Ich will keinen Ärger haben. Dass ich in letzter Zeit öfter spiele, aber ja, Pferde und Gothic ist ja nicht so miteinander vereinbar bisher, ne? Ich weiß auch nicht, ob das passen würde so richtig. Ich habe noch nie ein Pferd gesehen bei Gothic. Es gibt, glaube ich, auch keine. Es ist halt einfach eine Welt, in der Pferde nicht vorgesehen sind, offenbar. Wobei es ja alles gibt in der Gothic-Welt. Wir haben uns ja auch... Im Rollenspiel haben wir uns auch Pferde mit reingesetzt und da gibt es auch dann direkt den Reiten-Skill für Krieger allerdings. Ja, und wer dann will, kann ihn halt lernen und kann dann schneller herumreisen. Zu Gothic 3 Zeiten, also als wir noch auf dem Festland unsere Geschichten geschrieben haben, war das auch wirklich nützlich, weil wir sehen ja, es ist ein riesiges Land, ein riesiger Landstrich hier auf dem Kontinent. Da kann man das schon mal gebrauchen. Ich speichere übrigens mal zwischendurch, ne? Stört euch nicht. Da konnte man das wirklich gebrauchen, wenn man mal von einem Ort zum anderen wollte. Aber jetzt auf Argan, nun ja, ist es etwas sinnfreier geworden. Da kann man ja sowieso innerhalb von kurzer Zeit überall hinkommen und es gibt auch nicht... Hallo, bitte mal hier flüssig laufen. Ja, super. Und es gibt auch nicht so die unglaublichen Möglichkeiten, auf einem Pferd sitzend gegen einen Gegner zu kämpfen. Deswegen ist der vollkommen sinnlos geworden, der Skill. Aber will man ja niemanden verraten, nein. Ganz abgesehen davon ist auf dieser Argan-Welt sowieso vieles sinnlos geworden bei uns. Auch so ein aufgesetzter Konflikt zwischen Thorniara und Zetarif, der sich da entwickelt hat. Das glaubt einem kein Mensch, wenn man da diese Konfliktsituationen liest. Die sind sowas von unglaubwürdig und aufgesetzt. Da sollte man es doch lieber gleich lassen, würde ich sagen, und irgendwas anderes sich da ausdenken als Hauptstory. Egal, ich will jetzt nicht rummotzen über irgendwelche Sachen, die nichts mit dem Spiel zu tun haben. Mache ich so schon oft genug. Ich bin ein alter Zetersack geworden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich schon einfach viel zu lange in diesem Rollenspiel schreibe. Und ich werde jetzt mal meine Nomadenkluft anziehen. Denn wir sind kurz vor Lago. Und wir werden, bevor wir nach Lago gehen, erstmal auf Wölfe treffen. Und dann werden wir einen guten Freund besuchen. Shakyor, den Löwen. Und zudem möchte ich etwas sagen, nachdem wir die Wölfe platt gemacht haben. Auch wenn Shakyor nicht hier ist, aber egal. Schakale natürlich, Entschuldigung. Wie konnte ich nur auf die Idee kommen, dass das Wölfe sind, wo die Schakale doch so anders als Wölfe aussehen. Und vor allen Dingen so unglaublich schakalhaft. So, komm her. Ja, springst du voll in die Klinge, ne, du Trottel. Ach, ist es denn euer Ernst? So, haben wir es dann doch noch hingekriegt. Ja, man sollte nie die große Klappe haben, bevor man fertig ist mit dem Kämpfen. Sonst kann es mal nach hinten losgehen, aber ich meine, gut, die ziehen uns ja auch nicht mehr viel ab, die Viecher. Dazu haben wir schon jetzt mit unserer Rüstung und auch so unseren Statuswerten zu gute Karten gegen die. Da ist das nicht mehr das Problem. Tierzähmen. Das anvisierte Tier gelangt unter die Kontrolle des Helden. Es wird ihm folgen und im Kampf beistehen, wenn es kann. Das klingt ja nett. Gut. Finde ich schick. Die Frage ist bloß, wie lange hält das? Wenn das dauerhaft wäre, wäre das schon geil, muss ich sagen. So ein kleiner Tiergefährte.
Ja, apropos Tiergefährte, dazu werde ich auch gleich was erzählen, wenn wir bei Shakyor sind. Ich hatte ja schon mal über den Tiergefährten meines Charakters, den ich schreibe im Rollenspiel, gesprochen. Das will ich mal noch fortsetzen ein bisschen. Und will aber erstmal mich jetzt hiermit beschäftigen. Wir bauen jetzt erstmal noch fix ab. Ich glaube, wir sind gerade in einer von den Minen in Lago, die wir eigentlich jetzt wieder mit Sklaven bevölkern sollen. Aber wir können ja erstmal Pionierarbeit leisten, solange noch keine Sklaven da sind. So, hatten wir den schon? Nee, ne? Gut, nehmen wir das auch noch mit. Du bist verwinkelt hier, die Gegend. Ist ja unglaublich. Ich hätte auch gern mal einen neuen Helm, stelle ich gerade so fest. Der geht mir irgendwie langsam tierisch auf den Wecker, dieser Hornhelm da. Der sieht sowas von untrue aus. Der passt so überhaupt nicht. Oder ich renne ganz ohne Helm rum. Ich meine, da habe ich zwar weniger Abwehrkräfte. Maximal aktiviert Abwehrkräfte. Yay! Nein, habe ich weniger Abwehr halt, aber es sieht halt besser aus. Das ist mir wichtiger. Stil ist wichtiger als Abwehrkraft. So, fertig? Fertig. Gut. Hier noch einmal Gold und einmal Schwefel, nehme ich mal so an, das Gelbe daneben. Gut, und dann haben wir es auch geschafft. Man weiß ja nicht, wofür man das Gold mal brauchen könnte. Vielleicht müssen wir ja mal wieder irgendwie sammeln. Kann ja durchaus sein. Und dann haben wir das schon erledigt und müssen es nicht noch vollziehen. So, ab mit dem Schwefel. Zack, wunderbar. Steckst dir in die tiefe Ritze. Ich weiß nicht, wo du das ganze Zeug hinsteckst. Genauso die ganzen Waffen, die du einstecken hast. Aber was haben wir denn eigentlich? Mal kurz so gucken. Hier, wo steckt das sich die ganzen Waffen hin? Das frage ich mich ernsthaft. Das ist mir etwas unerklärlich, das Ganze. Und ich habe immer noch nicht Wenzels Schwert zurückgekauft. Das wollte ich eigentlich mal abseits von der Aufnahme tun. Habe ich aber vergessen. Muss ich mir mal vormerken und davon... Moment. Davon ist Lago. Oh, ich bin dran vorbeigelaufen an Shakyor. Also hier ist Lago. Das umkreisen wir jetzt erst nochmal fix, weil wir eine Nomadenrüstung tragen. Und wir suchen Shakyor auf. Den Schrecken von Lago. Shakyor der Löwe. Das Biest. Die Bestie, die unglaublich weit weg ist von dem Dorf. Und einfach mal so offen in der Gegend rumsteht.